Es hätte noch schlimmer kommen können, aber es ist schlimm genug. Wir stellen fest, dass das Verfassungsgericht hier die Verknüpfung von EZB und ESM zulässt, also mit dieser Abweisung der Gauweiler-Klage feststellt, dass der EZB durchaus parallel zum ESM unbegrenzt Mittel ausreichen kann und das in ihrer Sicht den ESM nicht beeinträchtigt. Und auf der zweiten Seite zum ESM ein Ja aber gekommen ist, was im Endeffekt bedeutet, dass die Haftungssumme wohl bei 700 Milliarden Euro festgeschrieben ist und eine Ausweitung dieser Haftungssumme nur dann akzeptiert würde, wenn der deutsche Vertreter zustimmt. Das ist der Versuch einer kleinen Handbremse. Ich gehe aber davon aus, wenn dieser Fall eintrete, dass der ESM nicht ausreicht, dass dann solch massive politische Handlungszwänge auch auf den deutschen Vertreter ausgeübt werden, dass hier ein Automatismus in Kraft tritt und hier trotzdem die Öffnung nach oben kommen wird. Wir Freien Wähler sehen dieses Urteil also mit 1,5 weinenden Augen und sagen ganz klar, das ist für die Zukunft eine Riesengefahr für die deutschen Staatsfinanzen, ist auch eine Gefahr für die bayerischen Staatsfinanzen, weil natürlich Bayern als Teil Deutschlands hier in Mithaftung genommen wird und mit hineingezogen wird. Als Ausweg sprechen wir ganz offen an, Deutschland sollte sich für die Zukunft alle Kündigungsmöglichkeiten offen halten, die über diese Wiener Vertragsrechtskonvention möglich sind. Das heißt, wenn die Geschäftsgrundlage nicht mehr gegeben ist, oder wenn sich Vertragspartner an Zusagen nicht halten, beispielsweise versprochene Sparauflagen nicht akzeptieren wollen, dann würde man hier kündigen können. Also diese Hintertür sollte man sich nicht nur offen halten, sondern jetzt schon ganz gezielt anstreben, um sich hier nicht in eine Schuldenhaftung hineinzuziehen. Vielen Dank.